zweites Frühstück im Schaugarten des Max-Planck-Instituts für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln. Weizen ist heute das Thema, also gibt es zur Einstimmung erst einmal frische Brötchen. So gestärkt erklimmen die Schülerinnen des Otto-Hahn-Gymnasiums den Montecocci 2 für einen Überblick über die benachbarten Getreidefelder. Weizen ist weltweit eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Mit einer Erntemenge von jährlich etwa 650 Millionen Tonnen steht Weizen gleich nach Mais und Reis an dritter Stelle. Wolfgang Schuchert von der Wissenschaftsscheune hat eine Menge zu erzählen über den langen Weg vom Wildgras zum Weizen. Das Erbgut unseres heutigen Weizens setzt sich aus dem Erbgut von drei verschiedenen Wildformen zusammen, die ihr hier mal sehen könnt. Der Ursprung ist das Wildgras-Einkorn, das schon vor mehr als 10.000 Jahren den Menschen im sogenannten fruchtbaren Halbmond im Land von Euphrat und Tigris Nahrung lieferte. Wissenschaftlern des Max-Planck-Institutes ist es gelungen, mit Hilfe von DNA-Analysen genau auszumachen, wo die Wiege unseres heutigen Weizens liegt. Am Fuße der Karacadag-Gebirgskette im Südosten der Türkei. Der Name Einkorn kommt daher, weil links und rechts der Ähre jeweils ein Korn ausgebildet wird, vereinfacht ausgedrückt. Wildgräser wie Einkorn hatten aber auch Eigenschaften, die für die Nutzung durch den Menschen nicht so vorteilhaft waren. Ja, aber man kann hier sehr schön sehen anhand der Reifenähre, wenn er die berührt, probiert mal hier und versucht die mal so ein bisschen umzuknicken. Ne, was fällt euch da auf? Ja, also knickt ziemlich leicht ab. Ne, fallen relativ schnell ab. Ganz vereinzelt sind, man spricht auch von Mutationen, Pflanzen aufgetreten, wo die Körner eben nicht so leicht ausgefallen sind. Und genau das waren die Pflanzen, die für die Menschen interessant waren. Also der Bauer braucht nicht die Körner vom Boden aufzusammeln, sondern kann mit der Sichel im Prinzip dann komplette Ähren ernten. Wildes Einkorn wurde so zu kultiviertem Einkorn. Die Menschen bauten ausgewählte Pflanzen an. Sie wurden sesshaft. Dieser Übergang vom Wildgras zur Kulturpflanze wird aufgrund der enormen gesellschaftlichen Bedeutung als neolithische Revolution bezeichnet. Die Landwirtschaft ist in dieser Region entstanden und hat sich von dort dann entlang des Mittelmeeres ausgebreitet nach Mitteleuropa unter anderem. Auf dem Weg zum heutigen Weizen spielt aber noch ein weiteres Wildgras eine wichtige Rolle. Der wilde Spelzweizen. Dieser kreuzte sich mit wildem Einkorn und daraus entstand wilder Emmer. Auch der wilde Emmer wurde durch gezielte Auslese zu einer Kulturpflanze weiterentwickelt und angebaut. Aus kultiviertem Emmer ist unser heutiger Hartweizen entstanden, der aber nur 10% des gesamten Weizenanbaus ausmacht. Und wofür wird der heutzutage angebaut? Also Hart- oder Durumweizen eignet sich beispielsweise zur Herstellung von Nudeln, Spaghetti oder Macaroni, im Unterschied zu unserem Brot- oder Backweizen, der eine sehr gute Backqualität hat. Damit der heute am meisten genutzte Brotweizen oder auch Weichweizen entstehen konnte, kam aber noch ein drittes Wildgras mit ins Spiel. Kultivierter Emmer kreuzte sich mit wildem Gänsefußgras. Daraus entstand zunächst Dinkel und in der Folge unsere heutigen Weichweizensorten. Im Laufe der Kultivierung wurden weitere Eigenschaften verbessert. Hier, was heißt jetzt freidreschend? So eine Getreideähre, die einzelnen Ährchen, die werden von Spelzen umgeben. Und bei den Wildformen sind die Spelzen sehr fest mit dem Korn verwachsen. Und bei den Kulturgetreideformen, bei den Kulturweizenformen, sind die relativ lose dran. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil die Samen sehr einfach dann vermahlen werden können, ohne die störenden Spelzen. Eine weitere Revolution, die setzte in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts ein, die sogenannte Grüne Revolution. Bis dahin waren die langen Halme des Weizens ein großer Nachteil für den Anbau. Bei Sturm oder Starkregen kippten die Pflanzen einfach um. Ganze Ernten wurden so vernichtet. Dem Agrarwissenschaftler Norman Borloo gelang es, Weizensorten mit kurzem Stroh zu züchten, die sehr große, ertragreiche Ähren tragen konnten. Durch die Grüne Revolution steigerten sich die Weizenerträge in kurzer Zeit um ein Vielfaches, was die weltweite Ernährungslage erheblich verbesserte.
Und so wurde beispielsweise Indien, was die Weizenversorgung angeht, zum Selbstversorger. Nachteile gab es dadurch, weil diese Sorten sehr intensiv gedüngt wurden und auch mit sehr viel Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden, was dann auch zu Umweltproblemen geführt hat. Zum Abschluss kriegen die Schülerinnen noch einen Einblick in den Alltag heutiger Getreidezüchtung. Sigrid Efken zeigt an Gerstepflanzen, wie eine gezielte Kreuzung durchgeführt wird. Wenn der Pollen noch unreif ist, werden aus den Blüten die Staubgefäße entfernt. Warum haben Sie da jetzt alle rausgeholt? Das Problem ist, dass die Ähre nachher eingetütet wird. Mhm. Und wenn nur eine einzige Anthere drin bleibt von dieser Pflanze, gibt es eine Selbstbefruchtung. Ach so. Weil Getreide ist Selbstbefruchter in der Regel. Und dann bestäubt sich das selber und dann hat man hier keine Kreuzung, sondern Selbstbefruchtung. Und das möchten wir nicht haben. Wir möchten eine gezielte Kreuzung. Ähren des Kreuzungspartners werden ausgewählt. Dann holt man hier die Antheren wieder raus, die wir vorher gemacht haben. Und tut die dann hier in die leere Blüte rein. Schließlich dürfen die Schülerinnen selber zu Schere und Pinzette greifen. Und welche Eigenschaften will man heute beim Getreide noch verbessern? In der Getreidezüchtung spielen nach wie vor Ertragssteigerungen und die Verbesserung von qualitativen Aspekten eine sehr große Rolle. Bei Weizen beispielsweise die Backqualität, aber auch zunehmend Dürretoleranz oder Widerstandsfähigkeit, zum Beispiel gegen ungünstige Witterungsbedingungen generell.